Was genau ist Athletiktraining? Worin liegt genau der Unterschied zwischen Athletiktraining und einem Fitnesstraining? Und wie sieht überhaupt ein perfektes Athletiktraining aus? Das sind Fragen, mit denen wir uns heute beschäftigen. Bleibt gespannt. Zuallererst sollten wir natürlich die Frage klären, was genau der Unterschied zwischen dem Athletiktraining und dem Fitnesstraining ist. Leider Gottes, es gibt sie. Viele Trainer bezeichnen einfach den Athletiktrainer als sogenannten Fitnesstrainer. Sogar im Profibereich ist der Name Fitnesstrainer in aller Munde. Allerdings gibt es einen enormen Unterschied zwischen den beiden Bereichen, zwischen dem Athletiktraining und dem Fitnesstraining. Kurz gesagt, Fitnesstraining kommt logischerweise aus der Fitnessbranche, aus der Fitnessindustrie und beschäftigt sich hauptsächlich mit der Physik. Also den ästhetischen Aspekten und natürlich auch der Gesundheit. Beim Athletiktraining, und jetzt kommen wir zu unserem eigentlichen Thema, beim Athletiktraining, in dem kommt es nur auf die sportspezifische Leistung an. Das Athletiktraining ist natürlich auch nichts anderes als das Konditionstraining. Oft wird das Konditionstraining in den Mund genommen und wird oftmals verwechselt mit dem Ausdauertraining. Das Ausdauertraining ist aber ein Teilbereich und das genau sind diese fünf Bereiche, die das Athletiktraining ausmachen, nämlich Kraft, Ausdauer, Schnelligkeit, Beweglichkeit sowie auch Koordination. Das sind diese Bereiche, die das so berüchtigte Athletiktraining ausmachen. Wie gesagt, sind diese fünf Bereiche enorm, aber wirklich enorm wichtig und ausschlaggebend, ob man verletzungsfrei bleibt und den Sprung in den Leistungsbereich schafft oder eher nicht. Und ich kann euch nur eins sagen, Schnelligkeit reicht nicht aus, um wirklich Profi zu sein. Profi zu werden, muss man in allen Bereichen top sein und die jedes Mal mit ins Training mit einbauen. Das gilt für eure Trainer, aber auch für euch Spieler, dass ihr immer wieder dran denkt, wenn euer Trainer nicht so ausgebildet ist, beziehungsweise einfach nicht dran denkt, weil spielerische Elemente einfach wichtiger sind in dem Moment. Dann müsst ihr für euch entscheiden, okay, ich habe dreimal Fußballtraining und zweimal zusätzlich trainiere ich für mich und baue diese zusätzlichen Sachen immer mit ein. Oft hat man ja auch Schnelligkeit im kleinen Spiel mit drin und natürlich auch die Ausdauer mit den Art von Fußballspielen, beziehungsweise Übungen mit drin. Allerdings fehlt dann oft auch die Kraft, natürlich die Beweglichkeit. Oft wird dann sich nur kurzzeitig warm gemacht, aber überhaupt nicht auf die Beweglichkeit geachtet und Koordination. Da denkt man immer so, ja, okay, das gehört in die F oder in die E-Jugend. Ab da, sie können ja laufen, das reicht dann. Das muss man immer, immer wieder mit einbauen und auch das Level natürlich steigern und das dann auch noch anpassen an das Fußballtraining, fußballspezifisch arbeiten. Es heißt dann nicht nur Athletiktraining, es heißt auch Fußballathletiktraining. Ja, und das ist ganz, ganz wichtig, immens wichtig, um auf hohem Niveau dann irgendwann zu landen. Genau, und was und wie man diese fünf Bereiche in den unterschiedlichen Altersklassen trainiert, werden wir in den kommenden Wochen genau analysieren, indem ich euch auch Beispielübungen mit an die Hand gebe. Und das abschließend gesagt, ich freue mich jedes Mal über ein Like von euch, einen Kommentar. Lasst mir gerne immer ein Feedback dort, ob kritisch, positiv, egal wie, Hauptsache konstruktiv, sodass ich damit arbeiten kann, besser werde, für euch informativer und wir sehen uns bald wieder. Bis dahin, FMK will be back.